Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier gerade am Gucken. Wir haben ja ein Gasthaus. Also, das hier ist ein Gasthaus. Hier drumherum sind überall Häuser. Wir haben mittlerweile eine Jahreszeit, wo keine Blätter mehr in den Bäumen sind, die irgendwie Schutz bieten. Das heißt, hier sind so viele Fenster, die hier gerade irgendwie Einsicht drauf haben. Und wir sind jetzt hier einfach in einem Akt von Spontanität draufgehüpft. Ich weiß nicht, ob ich den Eingang irgendwie noch mitgefilmt habe. Das werde ich erst im Schnittprogramm sehen. Und ich versuche jetzt gerade herauszufinden, ob wir hier gesehen wurden oder nicht. Anscheinend, also es bewegt sich zumindest nichts. Guck mal hier, da vorne ist ein Haus. Hier an der Seite sind mindestens zwei, drei Häuser. Da müssen wir auf jeden Fall innen drin ganz doll aufpassen mit den Fenstern. Da vorne ist ein Haus. Die Szenerie hier, also das könnte mal so ein Biergarten gewesen sein. Da vorne ist irgendwie so eine Bank und sowas und ein paar Laternen und so. So, und wenn ich euch jetzt mal hier so die Mauern zeige, dann habt ihr schon einen ziemlich guten Überblick darüber, was den baulichen Zustand dieses Hauses angeht. Also es ist ziemlich verfallen, aber es sollen wohl tolle Sachen drin sein. So ein paar kleine Überraschungen. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, wie lange es wird und wie viel ich euch zeigen kann. Ich verstehe das hoffentlich. Okay, also dann geht's rein. Das ist hier quasi das Kellergeschoss. Keller sind dunkel. Hier ist einfach mal die Tür ausgehakt. Liegt irgendein Kabelkanal oder sowas. Okay, dann gibt es als erstes hier einen Gang. Und an den Seiten, ja, so kleine Räume. Oh, und guck mal, hier gibt es gleich die erste Überraschung, mit der ich nicht gerechnet hätte. Das ist eine so ein Solarium. Aber ein richtig altes. Irre. Aus welcher Zeit, weiß ich nicht, aber ich habe das in irgendwelchen ganz alten Häusern gesehen. So dieses Dr. Müller-Ding. Ich weiß nicht, ob das eine Marke früher war. Aber jetzt... Ist das heute auch noch? Ach, keine Ahnung. Das Ding hier sieht auf jeden Fall sehr alt aus. So, wenn man jetzt mal hier an den Seiten schaut, das war bzw. ist jetzt mehr oder minder nur noch so mit so Holz vertäfelt. Und hier haben wir so zwei Lampen, die eine entsprechende Wohlfühlatmosphäre wohl bieten sollten. Und Freunde, guckt mal hier, aus dem Augenwinkel gesehen. Es gab nicht nur Solarium, sondern auch Sauna. Eine alte Sauna. Guckt euch mal dieses Holz an. Das ist komplett hier schon mit ja, ist das so ein Pilz, ist das wahrscheinlich, ne? Der hier schon drauf wächst. Oh, das ist hier alles so vollgestellt. Tja, besonders groß ist es nicht. Für drei, vier Personen reicht es und ist offensichtlich jetzt das Rückzugsgebiet von unzähligen Mücken, die da hinten in der Feuchtigkeit ihre Kolonie aufbauen. Hier hinter der Tür ist die Steuerung für die ganze Geschichte. Sieht von der Farbgebung und von den Reglern irgendwie ähnlich aus wie das Exemplar. Und wahrscheinlich, weil es auch aus der gleichen Zeit kommt. So, und dann geht es hier ein Stück weiter. Genau, dann gibt es hier Duschen, das habe ich erwartet. Ist ja beim Saunieren meistens so. Und dann wird das hier wohl eine gewöhnliche Toilette sein, genau. So, dann geht es den Gang weiter runter. Ah, hier ist ein Lagerraum, wo Stühle vor sich hin verrotten. Oh, du liebe Güte, hier ist alles verrostet, was irgendwie Metall ist. Und alles am Schimmeln, was irgendwie Holz ist. Das muss ja schon Ewigkeiten hier drin sein. Es ist ja aber auch ein richtig, richtig feuchter Keller. Mit so einem Bogen. Okay, das würde wahrscheinlich auch erklären, weswegen es feucht ist. Mal abgesehen von der Tür, die offen steht. Die Rohre haben es schon hinter sich. Ich weiß nicht, ist das ein Kamin? Oder ist das ein... Das wird für ein Kamin sein, ne? Unten ist ja noch so eine Revisionsklappe drin, ne?
Da wird wahrscheinlich die Lüftung sein, die da nach draußen geht. Auf jeden Fall, denke mal, das sollte klar sein, das Gebäude ist alt. Also, das ist hier sicherlich nachträglich reingebaut worden. Aber die Deckenhöhe, ich meine, ihr seht es jetzt gerade, ich muss hier wirklich gebückt durchgehen und ich bin nicht so der größte Mensch von allen hier auf der Welt. Das ist tatsächlich schon was. So, nun haben wir hier eine Treppe, einen Raum wieder zur rechten Seite mit Holz, was genauso aussieht wie das restliche Holz, was wir schon gesehen haben, nämlich verschimmelt und fast schon verwest, ne? Oh, und hier geht es sogar noch weiter in Sachen Keller. Aber schaut mal, bevor wir da jetzt reingehen, das Holz ist quasi nur eine Verkleidung. Dahinter sind ganz modern wirkende Steine tatsächlich. Weiße Steine mit Mörtel. Ne? Und wenn man hier mal hinschaut, hier sieht das ganz anders aus. Also wahrscheinlich wurde das Ganze mal bautechnisch irgendwie ein bisschen angepasst und verändert. Wäre so der Schluss. Und lange werde ich mich hier nicht aufhalten. Ihr seht hier oben schon wieder Mücken. Aber trotzdem muss es einmal einen Blick hier reingeben. Und das, was wir hier sehen, ist ein unglaublich alter Teil des ganzen Gebäudes. Das sieht ja hier schon fast aus wie ein Stall. Oder es war einfach zur Räucherung. Das kann man sich ja diese Farbe hier oben gar nicht erklären. Hier hinter der Tür, guckt euch das mal an. Da steht eine Gefriertruhe und wie eben gerade schon bei den Stühlen gesagt, es ist hier alles verrostet, was irgendwie Metall ist. Guckt euch dieses Exemplar mal an. Das sieht wirklich bemerkenswert aus. So, hier wäre jetzt die Treppe. Aber hier gibt es, boah, guckt euch mal an, wie groß dieser Keller ist. Hier gibt es noch einen komplett weiteren Gang. Aber zunächst einmal habe ich hier einen Schlauch gesehen. Und hier stand anscheinend direkt unter der Treppe die Schankanlage. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Das ist alles irgendwie halb improvisiert, kann man fast sagen. Okay, hier sind erstmal diverse Gegenstände. Ein Feuerlöscher, der zuletzt 87 geprüft wurde. Wahnsinnig alte Gläser. Also Leergut. Ein Dampfreiniger. Ein ganz alter Dampfreiniger. So ein Elektrogerät kann das Urbexer-Herz richtig glücklich machen tatsächlich. Es ist quasi das, weswegen wir das ganze Hobby machen. Wir schauen uns alte Gebäude an und finden alte Schätze. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen, ganz ehrlich. Das Älteste, was ich mich erinnern kann in Sachen hier so Elektrohaushaltsgerät und sowas, das war der übliche Vorwerkstaubsauger. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit der jetzt kommt, dieser Dampfreiniger, aber der scheint noch älter zu sein. Und habe ich das schon mal gesagt, ich bin nicht mehr das jüngste Baujahr. Hier, schaut mal, das Ganze nochmal aus der Nähe. Sehe ich ein Firmenschild? Irgendwie nicht. Ach, hier oben ist ein Typenschild drin, aber das ist so verdreckt, das kann ja keiner mehr lesen. Das ist ein Fall für in die Kommentare schreiben, würde ich sagen. So, und ansonsten sind hier unten eigentlich die üblichen Kellerkandidaten. Einmal die obligatorische Tür zum Kühlraum. Ah, das ist nichts Besonderes, ne? Da hinten hing wahrscheinlich auch noch mal was von der Schankanlage. Vielleicht waren hier die Fässer und vorne nur die Gaskartusche, oder Gaspulle, möglicherweise. Ja, könnte so gewesen sein. Und hier haben wir Kellerutensilien. Ich nenne es mal einfach Kellerutensilien. Ich glaube, ich brauche dazu nichts weiter großartig sagen. Außer, dass wir hier alles gemischt haben. Ne? Schuhe, Konserven. Und zwar Konserven, die tatsächlich noch geschlossen sind. Die sind tatsächlich noch eingepackt. Was ist denn das? Also ich kann es euch nicht sagen. Das sind Dosen, die sind am Verrosten. Das Etikett hat sich wahrscheinlich schon komplett aufgelöst. Ja, es macht ein bisschen sprachlos, ne? Das ist so eine richtig kleine Zeitkapsel, wenn man so möchte. Zeitkapsel in der Dose. So, und nun könnte es interessant werden. Hier sind, wenn man so sagen möchte, Unterlagen. Empfangsbestätigung.
alte Postleitzahl ist schon mal zu erkennen. Haben wir hier ein Datum? Das wäre natürlich zu schön, ne? Tja, leider nicht. Aber alte Postleitzahl, das wird ja noch in den 90ern gewesen sein. Anfang der 90er tatsächlich. 30 Jahre her. Tja, und zur Abrundung des Ganzen haben wir noch eine Kühltruhe. Eine ganz alte Kühltruhe, die auch schon komplett durchgerostet ist. So, nun geht es die Treppe rauf. Jesse und der Meister warten netterweise um. Das Problem ist, ich muss jetzt einmal die Lampe ausmachen, auch wenn ihr mich dann quasi gar nicht mehr sehen könnt, weil ich halte euch hier gleich mal in den ersten Raum rein. Und ich weiß nicht, ob ihr es gerade noch gesehen habt im Vorbeifahren. Hier vorne ist eine Straße, dahinter ist das nächste Haus. Eine Taschenlampe ist hier echt ein Problem, dass sie gesehen werden kann. Insofern ist jetzt der Trick, dass man sich einfach mal mit dem Licht in den Rücken hinstellt und die Kamera möglichst ausnutzt. Die Küche sieht ziemlich interessant aus und vor allen Dingen ziemlich groß. Es sind ziemlich hohe Decken, die wir hier haben. Da kam gerade das nächste Auto. So, und was mir jetzt gerade mit den Ohren noch aufgefallen ist, hier hinten fehlt die Fensterscheibe drin. Das heißt, wir müssen tatsächlich leise sein. Wenn hier vorne jemand langläuft, der würde mich eiskalt hören. Tja, was kann man zu der Küche hier noch großartig sagen? Es ist ein sehr, sehr krasser Verfall. Unten war ja schon alles feucht. Es wird sicherlich in den Wänden oder durch die Decken durchgelaufen sein. Und natürlich wird es dann mit jedem Geschoss, was man nach oben kommt, noch schlimmer. Ja, aber allgemein gesagt, eine größere Arbeitsfläche. Es sind ein paar Elektro-Großgeräte da, die gar nicht so alt wirken. Also, wenn man mal die alte Postleitzahl irgendwie als Referenz nehmen möchte. Das Einzige, was hier tatsächlich wirklich aus der Zeit gefallen zu sein scheint, ist diese Waage. Komplett unter Putz begraben, wenn man so möchte. Jetzt haben wir hier noch ein paar Schubladen, die sind allerdings leider alle offen und mehr oder minder durchwühlt. Es sind ja ein paar Stäbchen drin hier so für Eis oder irgendwas, dafür Pommes, ein paar Stifte. Nächstes Auto rollt an. Ich frage mich, was sie da oben alle wollen, da ist eine Sackgasse. Okay, abschließend zu der Küche noch mal kurz gezeigt. Kochfeld, ein Herd, das ist also ein ganz normaler Elektroherd. Auf der anderen Seite, mal kurz Licht gemacht, so ein bisschen was zur Vorbereitung und spülen. So Freunde, jetzt haben wir ein kleines Problem, beziehungsweise nicht wir direkt, sondern das Haus. Also hier vorne ist der Gastraum, der ist komplett eingestürzt. Ich kann euch da gleich mal reinhalten. Wir hätten jetzt eigentlich nur noch leider den Sanitätsbereich oder Sanitärbereich, also die Toiletten oder sowas. Das ist sehr schade, aber leider nichts zu ändern. Guckt mal hier. Hier ist eine ganze Etage runtergekommen. Mit allesamt, was noch oben gewesen wäre. Einschließlich Heizkörper, wie man sehen kann. Und da hinten ist noch Einrichtung drin, das ist wirklich sehr schade. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, euch hier quasi durch die Gegend zu tragen und euch das Desaster von hier unten zu zeigen. Mit dem gebührenden Abstand. Das ist, wenn man so viel möchte, ja, eine Bar gewesen hier. Hier unten ist alles voller Zettelchen und Bieruntersetzer und sowas. Oh, und guckt mal, sogar noch in Reichweite, also greifbar, eine Zeitung, ich fasse es nicht. Samstag, 4. Juni 1966, für 15 Pfennig die Blödzeitung, hätte ich jetzt fast gesagt, die Bildzeitung. Das wird nicht das Schließungsdatum sein, das macht ja gar keinen Sinn. Das wird sicherlich irgendwo aus den Archiven sein, wenn was rumgelegen hat. Tja, wenn man mal in diese Richtung mal so ein bisschen schaut, hier wäre ein alter Ofen. Das ist ein richtiger Kachelofen oder sowas. Es ist eigentlich relativ leer mit so ein bisschen Deko an der Seite.
Und dort hinten wäre ein letzter Raum. Und man sieht, da kommt die Decke auch schon runter. Es tut mir leid. Es tut mir leid, ich muss wieder die Taschenlampe ausmachen. Seht ihr es? Hier vorne steht direkt das Auto vom Nachbarn. Tja, es war wohl mal der Saal, oder? Hier mit so einem Raumtrenner, wie man das halt irgendwie so kennt, von allen alten Gaststätten. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, da vorne ist der Boden schon tiefer gelegt. Und da vorne, und was diesen Stuhl angeht, der hat schon eine komplette Neigung. Das ist wirklich ja mal schade. Ich stehe jetzt hier gerade an einem Treppenabsatz. Ich mache mal ganz kurz Licht. Mehr kann ich leider nicht machen, damit wir hier nicht auffallen. Da oben ist noch alles komplett voll mit Einrichtung. So nah und wegen der Gefahr des Einsturzes leider doch so fern. Ja, jetzt bleiben jetzt wie gesagt nur noch die Toiletten übrig. Also ich würde mal so sagen, für so ein relativ kleines Gasthaus ist das hier ziemlich üppig. Es ist ja ein richtiger Gang. Boah, mein Gott, ist das dunkles Holz. Und dunkles Porzellan. Das ist so richtige, weiß ich nicht, in welcher Zeit würde man das verorten? So wie alte Postleitzahlen, nur kurz vor der Wende, so ungefähr. Irgendwie in den 80ern oder sowas. Genauso auch die Klos. Oh, das knackt hier. Oder es tröpfelt hier, ich weiß nicht genau. So, und dann wird wahrscheinlich hier um die Ecke. Genau, hier haben wir nochmal zwei Waschbecken. Die Männerabteilung sein. Ja. Eigentlich muss man sagen, ist das Gasthaus hier so eine richtige Zeitkapsel, wenn man so möchte. Ne? Es ist noch so viel drin. Es ist leider so unerreichbar. Also ich würde auf gar keinen Fall da einen Fuß hochsetzen, logischerweise, weil es macht ja keinen Sinn. Ne? Gerade bei Holz, das gibt ja irgendwie nach. Jetzt wollte ich das Video schon beenden und dann wäre, ja was ist das? Es wird so eine Art Hauswirtschaftsraum gewesen sein. Mit Wäscheleinen zum Aufhängen von wahrscheinlich ja, Bettwäsche oder sowas, ne, was im Hotel gebraucht wird. Und hier unten haben wir sogar noch ein paar Gläser. Und sogar noch ein paar Gläser mit eingelegtem, weiß nicht, Gemüse. Es sieht ein bisschen aufgequollen aus. Also tatsächlich, wenn man so möchte, eine richtig kleine Zeitkapsel. Ich habe das ja eben gerade schon gesagt. Ja, und ich wiederhole mich gerne noch einmal. Es tut mir leid, dass ich euch die anderen Räume nicht zeigen kann. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schaut gerne beim Meister und Jesse vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier heile wieder rauskommen. Das ist auch ganz wichtig. Over and out.